Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Legend of Zelda Breath of the Wild. Allerdings haben wir hier einen Turm in einer südlichen Gegend, also eine Gegend, wo wir noch nicht waren, der allerdings sehr gut bewacht zu sein scheint. Schalte die, glaube ich, am besten aus dem Fernkampf aus. Ah! Das war fast schon zu gut. Ist ja fast schon zu perfekt gelaufen. Puh. Nervige Teile. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir uns überhaupt gegen diese fliegenden Teile behaupten sollen. Ja. Wow. Scheißteil. Mich erschreckt. Das nicht zu knapp. Okay. Die Teile können offensichtlich schweben. Allerdings nicht sehr intelligent zu sein, weil sie nicht gezielt auf die Suche machen nach uns. Ich möchte mir ganz sicher sein, weil ich habe nicht viele AS-Pfeile. Scheiße. Die Blutbahn von den AS-Pfeilen ist anders, als ich gedacht habe. Und langsamer sind sie auch. Fuck. Ja, da habe ich kaum AS-Pfeile. Ah! Und die scheinen zumindest nicht ganz so stark zu sein. Ich heile mich mal besser. Stop mocking me! Nicht gut, das ist nicht gut. Scheiße, 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 scheiße. Ist. Thank you.
Haben wir es überstanden? Ha. Anscheinend hat unser feuriger Freund ist da runtergefallen. Und hat sich in... Ja. Hat sich aufgelöst. Höchstwahrscheinlich. Hier machen wir nochmal mit. Oh, da gibt es ja auch noch mehr. Noch ein paar von denen. Wow. Lauf, Fuchs, lauf! Scheißteil, flieg! Und jetzt hat mich natürlich die Patrouille, mitbekommen, dass ich da auch noch bin. Ich schmeiß mal einen von den Dingern weg. Dass sie irgendwie so rumschwingen können. Mit deinen Bogenschützen kann ich auch da hinten nicht bleiben. Wow, ja, hast du gut gemacht. Mach weiter. Fuck. Sehr gut. Mach weiter so. Fertig. Next. Okay. Jetzt haben wir uns schon mal ein paar von denen entledigt. Weil ich gerade nass bin. Ah, die funktioniert während der Nässe nicht. Das macht natürlich Sinn. Aber eins funktioniert auf jeden Fall. Hep. Für Sachen gerade bekommen. Scheiße, aber da ist leider meine Tasche voll. Puh. Alter Falter. Den habe ich eine Weile benutzt gehabt. Okay. Ich glaube eh, dass wir von dem eigentlich nichts zu befürchten haben. Außerdem gehen mir langsam die Pfeile aus.
Feuerstab. Okay. Ah, der gibt auch nicht irgendwelche Materialien oder sowas. Da ist allerdings noch einer. Dich erwische ich schon noch, keine Sorge. Oh, sehr gut. Du haust nicht ab. Das wäre es jetzt noch. Weißt du, was du bekommst? Du kriegst so einen Kopfsammler. Direkt an die Fresse. Leider stirbt er immer noch nicht davon. Sehr stabil, die Teile. Außer man gibt denen halt direkt einen von den Teilen in die Fresse. Und die geben tatsächlich keine Dings, wie es aussieht. Schade. Boah. Sollte vielleicht nicht direkt reinrennen. Puh, das war jetzt eine Schlacht. Und hat auch tatsächlich über 10 Minuten gefressen in unserer Zeit. Ich hoffe, zumindest jetzt haben wir Ruhe und können in aller Ruhe diesen Turm erklimmen. Und dann schauen wir uns in der Gegend ein bisschen um. Oh, habe ich mich zu früh gefreut. Meine Waffe. So, dann wäre das auch erledigt. Ah, da ist noch eine Truhe. Nehmen wir mal besser mit. Könnte sein, dass da Rubine sind. Rubine können wir eh brauchen. Eine Soldatenlanze, die ist jetzt nicht unbedingt wertvoll für uns. Ah. Vor allen Dingen wird hier von einer... Vom Turm des Sees gesprochen. Haben wir hier einen größeren See oder? Oder sind wir jetzt tatsächlich beim Hylia-See? Weil früher war das geologisch ja immer so, dass der Hylia-See immer südlich von Hyrule war. Könnte also gut sein. Aus irgendeinem Grund haben die Viecher genau da, wo die ganzen Türme immer sind, Befestigungen aufgestellt. Als hätten die ganz genau damals schon gewusst, wo die Türme auftauchen würden. Ich glaube nicht, dass sie das so kurzfristig mobilisiert haben, selbst wenn wir hier von Ganon sprechen. Ich glaube, das so kurzfristig hat es nicht funktioniert.
Also zum Glück haben die es nicht so gemacht, dass man den Turm nicht erklimmen kann, jetzt nur weil es ein bisschen regnet. Gibt ja auch diese ganzen Rillen, dass man sich überall festhalten kann. So, endlich haben wir den Turm gefunden. Hopp. Puh. Das war jetzt auch ein Kampf, da erstmal noch aufzukommen. Mussten wir erstmal eine halbe Befestigung auseinandernehmen. Jetzt befinden wir uns, ja, wo eigentlich genau? Im Gebiet des Hylia-Sees oder sowas? Im Westen liegt eine Wüstenumgebung und hier scheint es öfters zu regnen. Hm. Tatsächlich ein recht großes Gebiet und tatsächlich ein See. Hm. Sieh sich das einer an. Hm. Da haben wir schon ein Ziel. Das scheint tatsächlich das einzigste Ziel zu sein, was wir jetzt im Moment haben. Wenn wir noch konkret sein wollen, dann können wir hier auch noch das Ziel, das als Ziel nehmen. Aber sonst. Vor allen Dingen, ich glaube, da bei dem Schrein ist schon wieder so ein. Das ist schon wieder so ein Punkt für so eine Stallung. Peri von Firon. Ah, tatsächlich ist hier. Und da der Hylia-See, tatsächlich. Okay. Meer von Firon. Und ab hier scheint es wohl aufzuhören. Okay, wir scheinen von dem anderen Punkt nicht mehr so weit entfernt zu sein. Also würde ich mal sagen, wir machen uns direkt auf dem Weg. Zu dem Schrein da drüben. Aber das scheint alles sehr berglastig zu sein. Viele Berglandschaften hier. Überall dieser Extrafluss. Selbst da vorne habe ich noch mal zwei gesehen. Hm, war jetzt gar nicht mal so schwer. Allerdings habe ich da vorne schon wieder zwei gesehen. Die müssen wir auch noch besiegen. Und wir sollten außerdem unser Ziel nicht außer Acht lassen. Vor allen Dingen scheint es hier von diesen Extraflossen nur zu wimmen. Sehr gut. Potenzielles Problem direkt ausgeschaltet. Potenzielle Probleme. Nix da. Nein. Fuck. Natürlich sofort gesehen. Oh, das speit Säure oder sowas? Teufel.
In dein Gesicht. Da bringt es auch nichts, dass du dich aufregst. Ja, da unten sind wieder extra Floss. Irgendwie sind von denen ganz schön viele hier. Wegen dem wurde ich jetzt entdeckt. Sind ganz schön viele Gegner unterwegs. Zum Leidwesen aller Beteiligten. Jetzt machen wir uns mal besser zu unserem Punkt auf. Da scheint es wenigstens einigermaßen sicher zu sein. Also sonst gäbe es da keine Stallungen. Überall berittene Leute. Ach, die Leute werden angegriffen. Komm her. So, der erste. Ich will die Leute hier beschützen. Ich muss jedes Mal dabei bedenken, das sind ja Leute, die eigentlich mehr oder weniger ohne Schuld zu haben, hier einfach in den Kampf hineingezogen werden. Teilweise, weil sie es auf mich abgesehen haben, teilweise, weil sie ja, Passanten sind einfach. Puh. Oh, alles okay da drüben? Kein Problem. Aber da drüben geht's noch ab. Tja, Pattsituation. Hopp, hopp, zack! Himmel, gib mir deine Waffe! Luna ist hier nicht in der Gegend. Ah, komm her! Gib dir! Oh, das ist schlecht, das ist schlecht! Das ist schlecht! Glück gehabt. Zum Glück habe ich einen Bogen. Und erwischt ihn auch so. Jetzt natürlich meine Waffe weg. Das, ja. Hey, nicht abhauen. Ja. Anscheinend ist die Region tatsächlich so gefährlich.
Aber zumindest haben wir es mal zu den Steinen geschafft. Stall der Hochebene. Ja. War nicht leicht hierher zu kommen. Hi. Kein Interesse. Vielleicht später mal. Ausrüstung von Pferd ändern. Ach so. Man kann seine Ausrüstung ändern? Das ist was komplett Neues für mich. Das ist ja interessant. Dann quatschen wir mal gleich mal den Besitzer hier an. Lassen uns unser Pferd bringen vor allen Dingen, weil das scheint hier essentiell zu sein. Wir haben noch mal einen von diesen Leuten hier. Einen von diesen Terries. Rosa, lass mal schlafen. Kank ist es hier. Okay. Anscheinend ist hier auch wieder ein Erinnerungspunkt. Aber wo soll das sein? Es sieht auf jeden Fall nach der Hylia-Brücke aus. Zwei kleine Statuen auf diesem Bild. Aha. Im Nordosten des Hylia-Sees. Entweder auf dem Panoraberg oder noch etwas weiter östlich. Okay. Schauen wir uns mal die Karte an. Machen wir das erstmal zu unserem Wegpunkt. Okay. Aber das ist jetzt natürlich das Geschichte, aber wir wollen jetzt eigentlich lieber was über Pferde erfahren. Ja. Abholen. Yep. Yep. Okay. Ist auch relativ gefährliche Gegend, haben wir schon mal gemerkt. Ich habe auch irgendwas von wegen Ausrüsten gedacht. Ja. Hä? Wie Nanu? Ja klar. Okay. Sattel wechseln. Bringen die, abgesehen von dem optischen, auch irgendwelche Effekte? Ach so, man findet so einen Sattel. Okay, verstehe. Gut, Leute, dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Sehen uns im nächsten Part wieder von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Werden uns den Schrein da oben mal anschauen. Werden seine die Herausforderung von einem Typ mal annehmen, dass wir ein Pferderennen mit ihm machen. Und mal sehen, was uns noch hier in der Nähe des Hylia-Sees uns noch so alles passieren kann. Ich glaube, wir werden auch mal die Hylia-Brücke durchqueren und uns auf die Suche machen nach der einen Erinnerung, die hier in der Nähe sein soll. Und ja, in dem Sinne, wir haben wieder was zu tun und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part wieder dabei. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao.